Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grim Dawn, Forgotten Gods, mit dem, ja, Greatest Update. So, okay. Dankeschön für die große Interesse. Es motiviert mich natürlich sehr, weiterzumachen und ja, wir haben ja gesehen, es ist viel besser geworden. Qualität ist groß, also besser geworden, so mit den Menüs. Zum Beispiel, ja, die Items wurden stärker schon am Anfang. Es macht einfach mehr Spaß, weil man schon ein bisschen stärker wird als sonst. Die Bosse sind irgendwie stärker geworden, habe ich das Gefühl. Also der Boss in der ersten Höhle war eigentlich ziemlich... ja, stark. Also wir haben halt einfach keine Fähigkeit gehabt, deshalb haben wir jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Und, nicht mehr wunder, wie es geht. Wir machen jetzt extra einen Charakter, der nicht gerade alles umnietet mit AOE-Angriffen. Also es kann sein, dass wir... hat auch schon ein bisschen Probleme bekommen, ab und zu, weil wir in den Nahkampf müssen, aber wir haben ja Lebensabsaugung, sollte eigentlich schon klar gehen, ob es jetzt bei jedem Gegner wirkt, weiß ich nicht. We've been so preoccupied with this Riftgate business, I have to say, I do feel a little responsible for her. Okay, nochmal ein paar Gegenstände sammeln. Und hier haben wir gesagt, eigentlich immer auf den Balken unten. Shade brauchen wir nicht. Ja, Wundschaden, ne. Jetzt schon ein paar Punkte reinstecken, aber zuerst einmal hier. Im nächsten Level haben wir dann die Kampfform. So, Deviation-Punkte haben wir nicht. Hier immer auf Konstitution. Und ja, jetzt mal die Items verkaufen. Schauen, wie das geht hier in diesem Game. Umschalt, Rechtsklick. So, ein neues Item brauchen wir eigentlich nicht. Sind noch ein bisschen schwach, die zwei Handwaffen. Lieber noch mit Muskete angreifen. Und haben wir dann alles... Ja, ich glaube, hier haben wir noch ein paar Quests zum Annehmen. Ich möchte eigentlich jetzt schon in die unterirdische Ding. Also ich habe mir so überlegt, dass wir noch keine Items nehmen aus der Kiste, aus dem Shared Stash. Und lieber noch ein bisschen mehr farmen. Ich habe noch Zeit, so ein, zwei Stunden pro Tag, wo ich noch ein bisschen farme zwischendurch. Also einfach dann ein oder zwei Level höher bin, aber dafür dann bessere Items habe. Und ja, es wird halt ein schweres Game, also das Game ist nicht ohne. Viele Gegner sind natürlich schon stärker, da brauchen wir halt einfach manchmal Items. Müssen wir dann halt einfach manchmal, wenn wir jetzt wirklich viel zu schwach sind für das nächste Gebiet oder so, mal ein paar Items aus der Kiste nehmen. Es fühlt sich irgendwie anders an. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur wegen den Einblendungen so ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wurde intensiver. Es ist ein bisschen zu laut für mich. Ja, die Muskete ist einfach laut. Lassen wir noch so, bis wir ein Schwert finden oder so. Zweihandschwert wäre nicht schlecht. Sie macht irgendwie zu wenig Schaden oder es ist einfach zu langsam. Es geht noch nicht so voran. Wir haben ja Veteran-Schwierigkeitsgrad, der ist einfach stärker. Vielleicht ein Blattstreikolben hier. Ey, ich weiß es nicht. Ja, komm. Einfach mal ein bisschen probieren. Das ist natürlich schon ein bisschen schwerer jetzt im Nahkampf. Aber dafür geht es schneller. Sehr gut. Ja, freut mich eben, dass ihr so gut zuschaut. Das machen wahrscheinlich nicht so viele mehr an Let's Play von Grim Dawn. Das hilft natürlich sehr. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne eben in die Kommentare schreiben, was ich noch ein bisschen verbessern könnte.
Oder liken, also 6 Like, nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Meinen Freunden hilft es natürlich auch. Die liken. Und das freut mich. Also jeder, der liked, hat einen Sonderbonus bei mir. Aber es ist natürlich überhaupt keine Pflicht. Aber ja, so vor einem Jahr oder so hatte ich nie Likes auf den Videos. Es wollte niemand liken. Keine Ahnung wieso. Oder nur wenig Likes, so bis ja 2 meistens. Das war natürlich nicht so toll, weil ich damals auch einen Hater hatte. Und ja, viele kennen ihn von meinen Videos. Und der ist jetzt weg. Ich hoffe eigentlich für immer. Weil ich weiß nicht, was es ihm bringt, seine Kollegen zu disliken, nur weil er nicht zufrieden ist mit seinem Leben. Kann ich nicht verstehen. Ja, gibt es übrigens einen Schatz. Okay. Ja, können wir nicht tragen. Schultern wären nicht schlecht. Und Raffinesse ist besser. Ich dachte, die Defensive ist besser. So. Ja, gut. Ja, momentan ist das Spiel natürlich noch nicht so schnell, aber das wird schnell. Manchmal bin ich ein bisschen zu gestresst von der Geschwindigkeit des Games. Es ist wirklich ein tolles Spiel, wenn es dann langsam abgeht. Und eben die Items sind eigentlich stärker geworden, es könnte noch mehr abgehen. Und das freut mich natürlich. Ja, es gibt ja einen neuen Dungeon. Einen Roguelike Dungeon. Ja, der hat so einen heretischer Dungeon. Ich frage mich, wo der ist. Ihr dürft gerne mir in die Kommentare schreiben, wo der ist. Aber den finde ich auch so. Sonst. Der müsste eigentlich irgendwo im Forgotten Gods Gebiet sein. Oder in Akt 2. Also es ist irgendwo, wo ein bisschen Wüste oder ja, Savanne ist. Forgotten Gods wurde ja eigentlich ziemlich schwer mit den Resistenzen. Da müssen wir schauen, dass wir genügend Resistenzen haben. Ich bin ja eher ein Spieler, der auf Offensive geht als Defensive. Da müssen wir dann schauen, ob wir da ja, genug Spaß haben mit Resistenzen, so wie. Sonst sterben wir halt ein bisschen öfters. Was wir eigentlich brauchen ist Blitz. Ja. Kann ich jetzt. Ah, okay, mit rechts gehen. Probieren wir gleich mal Blitz anzusetzen beim nächsten Gegner. Da hat's ein paar tote Gegner von anderen Spielen. Also, ja, das liebe ich. Solche Angriffe liebe ich. Obwohl sie eigentlich nicht zum Gegenstände überspringen sind, sind sie einfach schneller. Und deshalb einfach cooler. Ja, gleiche Stiefel brauchen wir nicht. Ja, und ich bin ja immer sehr motiviert, Action-Rollenspiele Dragon Slayer zu spielen. Da können wir eigentlich richtig viel. Oh. Das ist ein bisschen schwer hier. Ja, eventuell muss ich ja dann Unix tragen. Epische und Legendäre. Aber irgendwie ist das Spiel schon recht viel schwerer geworden, habe ich das Gefühl. Also mir stört es jetzt nicht so, aber die ganze Zeit Heiltränke zu saufen, ist natürlich nicht so spannend. Okay, ich muss ihn trinken. Ja, wir haben 14, also ein bisschen besser aufpassen. Also ein bisschen schneller. Heiltränke trinken, wäre nicht schlecht. Weil Giftschaden, Gift dort und so ist natürlich am Anfang recht schwer. Ah, endlich mal etwas Zweihändiges. Ich muss es irgendwie umändern von der Taste Obertab auf Tab, weil ich in jedem Spiel das Inventar mit Tab öffne. Ja, okay, ist halt sehr langsam noch. Steuerung. Inventar, bitte. Aufheben. Da nehmen wir wahrscheinlich alle Gegenstände auf.
Ja, ich finde jetzt gerade nicht Inventar. Heißt es anders? Ist das Charakterfenster? Das Beutefilter, also das kann ich ja hier unten switchen, das ist nicht so das Problem. Also ich sehe jetzt gerade nicht Taste mit wahrscheinlich Charakter. Ja, es ist Charakter. So, und dann machen wir lieber hier noch die Map. Ja, die Map finde ich ja nicht. Da, Kartenfenster. So. Genau. Sehr schön. So ist doch viel angenehmer. Glaube, das wird aber jetzt gerade schon noch ein bisschen schwer. Bei diesem Boss, den müssen wir halt einfach Hit and Run machen, Heiltränke kaufen und so. Mal schauen, ob wir es schaffen. Gut schauen. Okay, es geht. Ja, das Headset macht wieder Probleme. Ich muss das im nächsten Part. Hä? Jetzt habe ich keinen Sound mehr. Ja, gut. Es ist sowieso zu schwer jetzt hier noch. Sonst müssen wir auf Ding stellen. Ja, weil der Sound natürlich abgeschalten wird, wenn man die Verbindung bricht, muss ich noch ein paar Tage warten. Dann habe ich das neue Headset, ein Sennheiser Makeup Gaming oder so irgendwas. Und ja, der Part halt ein bisschen kürzer. Also kommen wir starten einfach das Spiel nochmals neu. So, sollte eigentlich alles gehen. Schade, dass das Game einfach nicht über den Spielmodus geht. Es ist einfach ein schwarzer Bildschirm. Den Spielaufnahmemodus geht es irgendwie nicht. Das ist OBS schuld und nicht Game schuld, scheinbar. OBS hat sich so verschlechtert in den letzten Zeiten. Bringen immer unnötige Updates raus, die stören. Und die Nvidia Shadow Play ist leider auch nicht gerade das, was ich gebrauchen könnte. Ja. Den sparen wir mal ein bisschen auf. Eventuell brauchen wir ihn noch. Mal ein bisschen Schaden. Ist einfach langsamer. Okay. Also, wir versuchen jetzt mal kurz nochmal die Höhle machen oder natürlich ein bisschen weiter nach Norden ge zu gehen. Hab dieses komische Kanalisationsreich ist natürlich noch ein bisschen zu schwer. Für Nahkämpfe, also. Die müssen unbedingt Nahkampf viel stärker machen. Es geht doch nicht, dass wir so viele Probleme haben. So, jetzt. Ja, Blutungsschaden geht hoch. Ja, Durchschlagsschaden geht hoch. Lieber das nehmen. Und jetzt mal ein bisschen versuchen, mehr Schaden an Gegnern zu machen. Ja, okay, da. Das ist wahrscheinlich Aktivierung. Hä? Schauen wir nochmal kurz. Eben diese Wahrscheinlichkeiten. Okay, es ist scheinbar nicht. Steht nirgends Aktivierungswahrscheinlichkeit. Eigentlich sollte man jetzt jedes Mal. Ja, eventuell müssen wir halt Klingen den anderen Angriff nehmen. Klingenbogen, genau. Ja, das ist jetzt momentan noch am Ausprobieren, welcher Angriff eigentlich gut reinhaut. Aber wir nehmen Necromancer. Sonst hätte ich auch einen Warden nehmen können, aber ja, es ist einfach so, dass die AOE-Angriffe viel zu stark sind. Das müssen sie noch ein bisschen fixen.
Das ist natürlich nicht so nett, wenn die Nahkämpfer da den ganzen Schaden immer fressen müssen. Zwar auch zäh werden, aber ja, dafür alles fressen müssen und deshalb auch ein bisschen squishier sind. Das müssen sie machen, das ist Balancing, aber ja, scheinbar haben viele Entwickler einfach Probleme mit Balancing. Das ist nicht schlimm, aber schon ein bisschen merkwürdig, dass der Ding eigentlich so. Ja, das Balancing so ein Problem in allen Action-Rollenspielen ist. Ja, Entwickler, ihr müsst mehr machen. Nicht so viel auf Geld schauen, lieber ein bisschen mehr machen. So, gleich nochmal kurz. Regenerieren bitte. Das ist ja immer so das Regenerierungsteil, also die Erholung. Die geht runter, aber man muss dann keinen Heiltrank verwenden, wenn man nicht im Kampf ist. Das ist eigentlich eine gute Idee, aber es nervt auch ein bisschen. Okay, den haben wir besiegt. Der ist eigentlich nicht so schwer gewesen, außer dass er viel Schaden macht noch. Ja, wo sind die defensiven Items? Ich suche sie schon. Ich brauche sie. Keine Ahnung. So, das war so zum Beispiel ein Gebietsboss. Also lohnt sich manchmal schon zu farmen. Aber ich suche eigentlich die Höhle. Ja, die hat auch einen Gebietsboss, die Höhle. Und eine Schatztruhe, glaube ich. Ja, es geht eigentlich nicht immer, obwohl Gegner in der Nähe sind, mache ich den AOE-Schaden nicht immer. Ich mache jetzt mal auf Hauptangriff. Kadenz auf Englisch. Und hier Schlagfrequenz. Kadenz heißt nicht Schlagangriff. Okay. Der Teambesetzung doch auch ein bisschen anders. Das ist gut, wenn die Wörter manchmal eingeendet werden, weil bei Path of Exile nervt dieses Altdeutsch einfach extremst. Aber da werde ich wahrscheinlich so, Season Start ist auch wieder ein bisschen Videos machen und einen ziemlich interessanten Bild verwenden, der wahrscheinlich kaum jemand kennt. Okay, ja schon, aber es ist war nie eigentlich ein ziemlich guter OP-Skill. Und jetzt wird er einfach gebufft, weil Fernkampf gebufft wird. Wenn wir dann sehen. Aber wenn jetzt nicht so viele zuschauen, werde ich das Projekt natürlich nicht so oft bringen. Weil ich kann ja nicht für Path of Exile so viel Zeit investieren und für Grim Dawn nicht und für Last Epoch nicht. Deshalb muss ich das schauen. Ja, wenn natürlich die Spiele supportet, bekommt auch das, was ihr wünscht. Das ist nun mal so, aber sonst werde ich immer klein sein, oder? Okay, es ist zu schwer. Auch wegen dem Dot im Wasser. Da hat es ein Gift dort drauf. Und das ist natürlich nicht so gut. Also eventuell machen wir jetzt auch von Veteran weg. Das ist nur, bis wir genug stark sind, dann machen wir wieder Veteran. Das ist so, ist nur im normalen Schwierigkeitsgrad so. Und ja, im zweiten und dritten Schwierigkeitsgrad gibt es dann wieder normales Spiel, glaube ich. Oder es ist auch Veteran, aber steht nicht Veteran. Eins von beiden. Okay, dann mache ich mal. Okay, hier geht es gar nicht durch mehr. Ah, wie oben durch. Okay. Dann mache ich mal hier Pause. Also, zweiter Part kommt sicher noch. Dritter Part kommt sicher morgen. Aber dass wir dann im dritten Part eigentlich mit dem neuen Headset. Ja, es geht wahrscheinlich noch ein paar Tage, aber. Ja, machen wir den dritten, vierten Part noch mit Headset. Mit dem alten Headset. Und halt mit den Problemen. Ja, ein Bildschirm muss ich mir noch leisten können. Ja, ich muss ja sowieso in den Mediamarkt. Oder so, mal schon nach einem Bildschirm schauen, weil ich den noch nicht online bezahlen kann. Auf die Kreditkarte keine nicht so viel Geld drauf hat. Wegen diesem Prepaid-Zeugs. Okay. Dankeschön fürs Schauen.
bis zum nächsten Video. Täglich 2-3 Videos hier momentan. Und ja, eben aktiv bleiben. Tschüss.